Hallo meine Lieben, es ist endlich wieder soweit. Es ist Sarah-Time. Heute mal wieder alleine. Ich habe die letzte Zeit ziemlich viel mit anderen YouTubern oder mit meinem Freund oder mit Lissy oder irgendjemand gedreht. Und jetzt bin ich wieder ganz alleine zu Hause. Und dann habe ich mir gedacht, was mache ich? Ja, und da ihr ganz oft gefragt habt, wie denn meine Wohnung jetzt aussieht, dass ich mal wieder eine aktuelle Roomtour machen soll, habe ich mir gedacht, dann mache ich das doch für euch. Ja, es hat sich einiges verändert. Meine Wohnung, man kann sagen, die ist zu 90% fertig. Deswegen viel Spaß und ich zeige euch meine Wohnung. Meine größte Baustelle eigentlich jetzt, wenn ich so meine anderen Roomtours anschaue, war eigentlich mein Schlafzimmer. Da muss ich jetzt dazu sagen, dass es immer noch nicht ganz fertig ist, okay? Ich zeig's euch jetzt mal, es fehlt hier noch ziemlich viel. Ja, also einmal stehen hier immer noch meine Schuhe rum. Es ist noch kein Vorhang dran, ne? Und hier soll eigentlich noch ein Schrank hinkommen. Also das fehlt noch. Aber mein Fernseher hängt und mein Bett steht, ja, meine Schminkecke steht. Hier drehe ich auch die meisten Make-up-Tutorials. Und ich habe meine Bettwäsche geändert, ja, ihr habt das bestimmt auch schon auf anderen Bildern oder so gesehen. Aber mein Bett ist fertig und ich sage euch, ich liege hier wie auf Wolke 7. Es ist einfach so, so toll. Und jetzt kommt noch ein Highlight. Ich habe eine Lampe im Schlafzimmer. Jetzt passt mal auf. Dun, 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 dun. Ist die nicht schön? Und ich habe hier auch eine Lampe bekommen. Da muss ich erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an meinen Opa sagen. Ja, weil ich war ja im Urlaub in Kroatien und er hat mir in der ganzen Wohnung meine Lampen montiert. Ja, ich bin happy. So, hier meine Schminkecke. Die meisten Fächer sind so ziemlich leer. Oh, das sind meine Implantate. aber ich kann hier, habe hier echt noch viel Stauraum. Mein Make-up natürlich in jeder Schublade. Da wird jetzt dann auch mal eine Schminksammlung kommen. Ja, weil da staut sich echt viel an. Hier habe ich jetzt auch was drin. Meine alltäglichen Produkte, die ich so benutze. Meine Kamera, wenn ich hier drehe, weil ich drehe hier gerade noch mit meiner Follow-Me-Kamera. Und schaut mal, was mein Bruder geschrieben hat. Ich bin vom Urlaub gekommen und dann stand es da. Hallo Sarah, alles Gute, nachträglich zum Geburtstag. Dominik plus Sarah, dein Brudi. Ich hab dich so lieb. Ja, so, das war die größte Baustelle. Es ist immer noch nicht ganz fertig, aber es wird. So, dann haben wir mein Badezimmer. Das hat sich nicht so arg verändert. Es wird einfach immer voller, ja. Ich habe hier meine Parfümsammlung jetzt aufgestellt. Ja, auf die bin ich ganz, ganz stolz. Parfüms sind einfach so geil. Ja, und hier tut sich natürlich an meiner Badewanne immer mehr Gruscht ansammeln. Und jetzt müssen wir eins sagen, ich bin ja voller IKEA-Fan, ja. Aber diese Dinge, diese Anhängerlader, die gibt's beim IKEA. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, mindestens einmal in der Woche geht ein Saugnopf ab und dann hängt es immer so schief und ich muss es immer wieder reparieren. Also immer wieder wegmachen, alles rausräumen, wieder hinschrauben. Aber ich will hier nichts reinbohren. Naja, wird auch so funktionieren. Ja, meine Dusche. Da habe ich auch die Dinge dran. Hat sich auch nicht so viel verändert. Es steht einfach alles rum und ich habe auch neue Lampen hier rein. Einmal die hier. Und meine Deckenlampe, erstmal so muss ich es euch zeigen, schau mal, wie schön ist sie, wie die funkelt. Oh, und jetzt, wenn ich sie anmache, ist sie echt hell. Ah, wo ist der Schalter? Hier. Oh, ich bin happy. Ja, mein Schrank füllt sich auch immer mehr, wird immer voller. Hier auch, da wird langsam der Platz zu klein, ja, die ganzen Tuben hier. Okay, die Schublade sollte vielleicht da aufgehen. Hier ist alles für meine Haare, von Kletteisen, Föhnbürste, Lockenstab, Haarbürsten und alles. Und da unten habe ich dann noch Handtücher drin. Also alles verstaut, aber im Bad ist schon ein bisschen wenig Platz. Ja, nebendran meine Toilette. Meine Toilette, die montiert immer mehr zu einer Abstellkammer. Weil da geht eh keiner rein, ja. Die gehen alle eh bei mir ins Badezimmer. So, erstmal habe ich hier auch eine schöne Lampe. Seht ihr die? Schön, gell? Und hier seht ihr jetzt, was ich meine. Ja, Altpapier, alte Gläser, Putzzeug
und meine Wäsche und alles drum und dran. Zu. Ja, und dann habe ich hier jetzt einen Spiegel montiert bekommen. Das hat auch Opa gemacht. Und da muss ich auch gleich sagen, weil er mich bestimmt wieder fragt, woher ich die Klamotten her habe, die ich jetzt anhab. Also die Kette ist von Anna Hiltrop, von einer Freundin von mir, die hat die mir gegeben. Die Wäsche ist von Vero Moda. Das T-Shirt ist einfach keine Ahnung woher, ist einfach so ein Basic-Top. Und meine Hose, die habe ich echt gerne an. Die ist von Zara und alles gibt es sogar noch. Und meine Söckchen sind von H&M, wenn wir schon dabei sind. Ja, gut. Hier hängt jetzt auch mein Bild, es steht einfach nichts mehr am Boden. Mein Bild hängt hier, mein tollstes und beliebtestes Playboy-Cover aller Zeiten habe ich jetzt hier an meiner Wand verewigt. Und dann 1, 2, 3, 4 gehen wir in mein Reich. I love it. Ja, mein Kleiderschrank ist auch fertig und er ist voll, Leute. Er ist sowas von voll, dass ich gar nicht mehr weiß, womit ich hin mit dem ganzen Zeug. Ich bin schon immer am Ausmischen und gebe immer meiner kleinen Schwester schon was. Ich muss hier jetzt einfach mal komplett alles rausräumen und sagen, alles, was ich ein Jahr nicht mehr anhatte, muss raus, ohne Witz. Und dann werde ich wahrscheinlich auch wieder ein paar Sachen euch schenken, wo ihr dann einfach nochmal kommentieren könnt, aber das machen wir dann in einem anderen Vlog. Ja, wie gesagt, meine ganzen Sportsachen, meine ganzen Handtaschen, da ist schon Handtasche hinter Handtasche hinter Handtasche, seht ihr das? Meine ganzen Schuhe, meine ganzen Sneakers, Caps, meine beste Cap. Ja, die verlinke ich übrigens auch wieder in der Infobox. Ich bin ganz stolz auf die. Ja, Jacken, also alles wirklich komplett voll, meine ganzen Sommerkleider. Und diesen Mantel, wenn wir schon dabei sind, da hängt sogar noch der Dreischild dran, ne? Den habe ich erst gestern gekauft, der ist von Zara. Ja, das ist einfach geil, so lange Dinger zum drüberziehen. Ich liebe es einfach. Ja, ich habe einfach langsam keinen Platz mehr, Leute. Ich weiß nicht mehr, wohin. Naja, aber es ist alles schon eigentlich ganz ordentlich. Meine Schlüpper, meine Socken, meine BHs, meine Bikinis. Ja, hat alles seine Ordnung hier drin. Ja, gut. Also, bis später. Ja, und jetzt kommt mein Wohnzimmer. Es sieht auch schon viel, viel gemütlicher aus. Ich drehe nochmal die Kamera. Das ist jetzt mein Wohnzimmer. Ich habe auch neue Lampen dort und ich weiß nicht, was letztes Mal alles da war. Ich glaube, das Bild war auch noch nicht da. Hier meine Wohnwand und eine Pflanze, dass hier ein bisschen Leben reinkommt, ja, habe ich mir gedacht, da muss irgendwie eine Pflanze rein. Mein Arbeitsplatz, da ist jetzt kein Schreibtischstuhl, da muss noch einer hin, weil der ist jetzt im Schlafzimmer, weil ich mich ja immer schminke und ich schminke mich öfter, als ich hier am Schreibtisch arbeite. Ja, und jetzt kommt meine Küche und die ist auch fertig. Ohne Witz, die ist voll mit Deko und alles. Einmal hier ein wunderschönes Bild. Da muss ich auch nochmal Danke sagen an Dick Hart. Vielen, vielen Dank für das wunderschöne Gemälde. Ich habe Esszimmerstühle. Da muss ich auch dazu sagen, dass ich die meiner Oma aus dem Esszimmer geklaut habe. Ja, weil die hat zwei Esszimmer. Und das eine Esszimmer wird nie benutzt. Dann habe ich gesagt, Oma, weißt du, wenn mal Gäste kommen und so, und dass ich hier an meinem Esszimmertisch sitzen kann, ob sie mir nicht einfach die geben kann. Und jetzt hat sie die mir gegeben und ich hoffe, dass sie die gar nicht mal zurückverlangt. Egal, wenn nicht, muss ich mir irgendwelche neuen holen. Aber es ist fertig, es sind Lampen da, es sind, hier oben habe ich eine Lampe. Ich habe hier ein geiles Schild. My kitchen was clean last week. Sorry, you missed it. Ja, und es ist eigentlich alles jetzt fertig. Meine Kaffeemaschine. Und mein mega geiler, weiß ich, was das ist. Der musste hier auf jeden Fall mit rein. Ich finde, das passt farblich einfach alles perfekt zusammen. Ja, habe ich jetzt noch irgendeinen Raum vergessen? Oh ja, jetzt kommt meine Terrasse. Bevor ich jetzt auf jeden Fall rausgehe, muss ich euch noch was sagen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, plane ich ja gerade wieder eine Tour, weil jeder mich fragt, ob wann ich mal in die Stadt komme, wann ich in die Stadt komme, wann ich dorthin komme. Deswegen habe ich mir da jetzt was ausgedacht. Und zwar gibt's einen Link, da müsst ihr mal bei mir in Facebook gucken und auf Instagram. Und ich tue den auch unten in die Infobox rein. Da könnt ihr draufklicken und könnt selber abstimmen, wo ihr wollt, dass ich hinkomme, in welche Stadt und sowas. Das kostet nichts, es ist unverbindlich. Gebt einfach ab, wo ihr mich gerne sehen wollt. Und dann komme ich vielleicht auch bald in deine Stadt. Das würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns sehen. Bisschen quatschen können, vielleicht auch das eine oder andere Video drehen mal gemeinsam. Also da, ja, es wird cool. Also von dem her, klickt euch drauf und wir gehen jetzt auf den Balkon raus.
Es ist immer noch ein bisschen leer, ja. Ich habe hier jetzt eine neue Mülltonne und eine Garnitur draußen. Und es ist so geil, Leute. Ich kann hier jetzt einfach chillen, chillen, chillen. Und das Wetter ist schön und dann kann ich mich hinsetzen und einfach, ja, chillen. Auf jeden Fall ist es mega, mega geil. So, das ist mein aktueller Wohnungsrundgang. Ich fühle mich mega, mega wohl und ich bin immer noch Günzburgerin, ja. Ich weiß nicht, was sich da in der nächsten Zeit alles noch verändern wird. Ja, wie ihr ja wisst, mein Freund wohnt in München. Jetzt ist aber alles fertig und ich glaube, wenn ich jetzt die nächsten paar Monate hier auszieht, killt mich mein Opa, weil er hier einfach nur gearbeitet hat. Von dem her bleibe ich Günzburg erstmal treu. Ja, kommentiert einfach drunter, ob euch meine Wohnung gefällt, was ihr verändern würdet, was ihr als nächstes sehen wollt an Videos, auch vielleicht mit Dominik, mit meinem Freund oder. Ja, und wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder soweit ist. Sarah Time, ich hab euch lieb.